Das bisher erfolgreichste Video auf meinem Kanal. Wir starten wie in jedem FIFA-Teil wieder rein. Wir starten heute rein mit einer Sprint to Glory mit dem allerschlechtesten Verein in FIFA 18 und führen das schlechteste Team zum Champions League-Titel. 10. November 2018. Abonnier und sei dabei. Moin Moin und ein herzliches Willkommen hier mal wieder zurück zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Wir starten heute mal wieder rein mit einem Experiment, das mir auf Instagram vorgeschlagen wurde. Wer mir auf Instagram noch nicht folgt, darf das natürlich gerne machen. Link dazu ist in der Beschreibung. Und zwar starten wir zuallererst mit irgendeinem beliebigen Top-Club rein. Ich habe mich jetzt einfach mal für den FC Barcelona entschieden. Wir starten jetzt einfach mal rein in die Karriere und dann erkläre ich euch, wie das Projekt genau abläuft. Wir sind jetzt in der Karriere mit dem FC Barcelona angekommen. Allerdings liegt unser späterer Fokus auf jeden Fall nicht auf dem FC Barcelona, sondern auf einem deutschen Drittligisten. Wer das ganz genau wird, das werdet ihr wahrscheinlich schon am Thumbnail oder im Titel gesehen haben. Eins von beiden, denke ich mal. Allerdings weiß ich jetzt noch nicht, wer das Ganze wird. Das Ganze werden wir gleich per Zufall herausfinden. Und wir werden dann unser komplettes Budget, was wir jetzt zur Verfügung haben, das sind circa 300 Millionen. Plus dazu kommt dann noch das, was wir bis dahin aus den Transfers sowie aus dem Vorbereitungsturnier erwirtschaftet haben. Das werden wir alles an den kleinen Club in der dritten Liga geben und dann schauen wir einfach mal, was macht der Drittligist damit? Ist FIFA so schlau, beziehungsweise hat EA das so gut eingearbeitet, dass der Drittligist dann wirklich es bis in die erste Liga schafft, vielleicht sogar bis in die Champions League, je nachdem, wie viel Geld wir nachher überweisen werden. Wir werden das Ganze einfach in Form eines Spielertransfers machen und dann bin ich auf jeden Fall gespannt, wie das Ganze laufen wird. Wir werden uns jetzt erstmal um die Transfers kümmern. Ich werde jeden einzelnen Spieler auf die Transferliste stellen und dann bin ich gespannt, wie das Experiment am Ende ausgeht. Wir sind jetzt mittlerweile am 12. August angekommen und damit der Drittligist auch noch ein wenig Zeit hat zu reagieren, auf den Transfermarkt eventuell zuzuschlagen, werde ich das ganze Geld jetzt überliefern. Und insgesamt haben wir jetzt eine Summe, die wir überliefern werden, von knapp über 530 Millionen. Ihr müsst dazu rechnen, es kommt auch noch was vom Gehaltsbudget hinzu, da der Drittligist, den wir kaufen, niemals so viel Gehalt fordern wird. Oder der dann nicht mehr Drittligist, dann der FC Barcelona-Spieler. Und aus dem Grund schätze ich so 535 Millionen werden wir jetzt an einen Drittligisten geben. Und ich bin gespannt, welcher Drittligist das wird. Ich werde jetzt einfach hier komplett die ganzen Drittligamannschaften durchrattern. Und ohne dass ich hingucke, zufällig meinen Daumen von der Taste nehmen. Und zwar genau jetzt. Und es wird der VfL Osnabrück. Die können sich glücklich schätzen. Die werden jetzt gleich ordentlich Kohle bekommen. Und zwar werden wir es einfach mal so machen, dass wir uns, damit wir das Gesamtkonstrukt nicht zerstören, einfach den ältesten Spieler mal raussuchen und den dann kaufen werden. Entweder Marc Haider oder Tim Danneberg. Und dann nehmen wir jetzt einfach mal Marc Haider. Bei dem läuft der Vertrag sowieso noch aus. Und den werden wir jetzt holen für knapp über 500 Millionen, damit der Rekorddeal für den VfL Osnabrück. Und ich bin gespannt, was sie damit machen werden. Wir sind in den Verhandlungen und gleich wird der Vorstand wahrscheinlich nicht schlecht staunen. Ich werde das immer mal kurz noch ein bisschen weiter erhöhen. So sage ich jetzt einfach mal 540.720.961 Euro. Werden wir jetzt an den VfL Osnabrück für einen 32-jährigen Drittligisten überweisen. Und wenn da der Vorstand nicht Ja sagt, dann sollte man sich ganz, ganz schleunigst von dem Vorstand trennen. Wir haben jetzt noch Gehaltsbudget von 200.000, also das reicht vollkommen. Und er findet gerade soeben, dass es ein faires Angebot ist. Und damit machen wir den Deal und jetzt müssen wir nur noch mit dem Spieler den Vertrag aushandeln. Und dann ist dieses ganze Geld beim VfL Osnabrück angekommen. Und jetzt ist es soweit, wir bekommen unseren neuen Mann für insgesamt 540 Millionen. Marc Haider schließt sich dem FC Barcelona an, dazu muss man sagen,
Er ist natürlich in einem perfekten Alter, kann dazu auf vielen Positionen spielen. Also ich denke, wir haben uns mit ihm tatsächlich ordentlich verstärkt. Kann es sein, dass du dumm bist oder sowas? Und genau aus diesem Grund sagt uns FIFA auch oben rechts in der Ecke natürlich wieder unser Topspieler. Der ist verpflichtet und damit meint FIFA keinen geringeren als Mark Haider, denn wir haben keinen anderen Spieler verpflichtet, sonst nur Abgänge. Für diejenigen, die jetzt eventuell neu auf meinem Kanal sind, kann ich nochmal hinweisen auf nächste Woche Samstag, 10.11. um 10 Uhr auf meinem Kanal, die Sprint to Glory, wie jedes Jahr mit dem allerschlechtesten Verein in FIFA. Ich kann euch jetzt schon mal versprechen, da ich jetzt natürlich schon ein wenig fortgeschrittener bin, es wird die längste Sprint to Glory, die jemals auf meinem Kanal online ist. Sie ist länger als die Sprint to Glory mit dem schlechtesten Verein in FIFA 17, auch in FIFA 18. Ich bin jetzt schon über eine Stunde und habe bisher das Ziel noch nicht unbedingt vor Augen. Also da könnt ihr euch am Samstag auf jeden Fall auf eine XXL-Folge einlassen. Und falls ihr noch Ideen bezüglich Experimente habt, wie zum Beispiel dieses hier, was auch per Instagram mir zugekommen ist, könnt ihr mir gerne in den Kommentaren was schreiben oder natürlich auch auf Instagram, Link dazu ist in der Beschreibung, einfach nach FIFA Tour suchen, dann solltet ihr mich auch finden. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt mal zum Transfer Deadline Day und schauen einfach mal, ob denn irgendwas passiert ist, ob der VfL Osnabrück eventuell einen Megatransfer gemacht hat. Wir sind am 31. angekommen, wir schauen uns natürlich deswegen mal die Top-Transfers an, ob da denn einer zum VfL Osnabrück wechselt. Es sieht jetzt in den ganz oberen Regionen erstmal nicht danach aus, auch wenn sie klar genügend Geld eigentlich am Start haben. Sehr, sehr interessanter Wechsel hier von Sanabria. Keine Ahnung, was er da möchte. Der war eigentlich in der spanischen Liga ganz gut aufgehoben, aber der gewünschte Transfer ist tatsächlich hier überhaupt nicht am Start. Willi Orban noch zur AS Monaco, Kursawa zu Bayern. Aber das, was wir wollen, ist hier eigentlich nicht am Start. Wir werden uns jetzt nochmal den genauen Kader von Osnabrück angucken. Aber ich glaube, tatsächlich hier ist gar nichts passiert. Und ich habe mir jetzt einmal den kompletten Kader angeguckt. Es hat sich tatsächlich nichts geändert. Also, ja, der Sportvorstand hat da wohl den perfekten Kader vorliegen. Ansonsten würde er mit den 500 Millionen wohl was machen. Ich denke, er denkt, dass der VfL Osnabrück so und so aufsteigen wird. Das werden wir jetzt sehen. Eventuell schlagen sie auch nochmal im Winter zu. Wir gehen jetzt auf jeden Fall in die Winterpause zum 31.01. und schauen, ob der VfL Osnabrück dann eventuell im Winter agiert hat oder ob sie dann wirklich im Winter an der Tabellenspitze stehen. Dort sind wir jetzt auch angekommen und zuallererst werden wir uns die tabellarische Situation vom VfL Osnabrück angucken. Wie gesagt, sollten sie weit hinten sein, müsste der Sportvorstand eigentlich so weit denken und wissen, dass er hier Transfers tätigen muss. Ansonsten muss ich echt sagen, finde ich das ganz ehrlich ein wenig schwach von EA. Wenn sowas nicht mal implementiert ist, dass sie, wenn sie viel Geld haben und schlecht stehen, dass sie dann nicht auf dem Transfermarkt zuschlagen. Und wir sehen hier ganz, ganz klar VfL Osnabrück auf Tabellenplatz 12. Aufstieg in weiter Ferne, da muss sich etwas tun, denn mit den Geldgebern, die sie jetzt bekommen haben mit 500 Millionen, muss der Aufstieg, denke ich mal, machbar sein. Wir schauen uns deswegen jetzt einmal den Kader vom VfL Osnabrück an und eigentlich sollte da sich jetzt ordentlich was getan haben. Torwartposition bleibt weiterhin wie zuvor. In der Abwehr hat sich auch nichts getan. Im Mittelfeld sieht auch alles gleich aus, sehr, sehr stark. Und der Sturm ist auch gleich. Also, ganz ehrlich, ich verstehe nicht, dass da nichts passiert. Da muss definitiv irgendwas passieren. Wenn ein Verein plötzlich 500 Millionen hat, muss der was machen. EA, also da darf echt kein Weg daran vorbeiführen. Schreibt mir gerne eure Meinung dazu mal in die Kommentare, ob ihr der Meinung seid, dass der VfL Osnabrück jetzt, wenn sie Geld haben, definitiv was machen muss. Ich denke, in anderen Spielen wird das auch definitiv der Fall sein. Wir gehen jetzt nochmal in die Rückrunde rein. Vielleicht steigt der VfL Osnabrück am Ende noch auf. Dann werden wir uns das Ganze noch anschauen. Ich glaube es allerdings nicht. Und dann wäre es das sogar nach einer Saison schon gewesen. Denn ich bin einfach tatsächlich ein wenig enttäuscht, was der Drittligist mit diesen finanziellen Möglichkeiten macht. Das Saisonende ist erreicht und mich würde es mega freuen, wenn meine etwas größere Enttäuschung jetzt doch noch verändert werden kann, indem
der VfL Osnabrück einfach derzeit ganz oben mitspielt und nicht im Mittelfeld der dritten Liga, sondern sie den Aufstieg geschafft haben, dann verstehe ich, dass sie keinen Transfers getätigt haben. Wir schauen aber rein. Ich glaube übrigens, dass es nicht der Fall sein wird. Wir schauen rein in die dritte Liga. Und ja, der VfL Osnabrück ist auf Tabellenplatz 11, haben nichts mit dem Aufstieg zu tun. Zwar auch nicht mit dem Abstieg, aber trotzdem ist das für mich und wahrscheinlich auch für den einen oder anderen von euch ein wenig enttäuschend, dass hier tatsächlich nichts passiert. Ich habe mich echt ein wenig drauf gefreut, dass der Drittligist richtig zuschlagen kann. Wir sehen, es passiert lediglich gar nichts und das ist, wie gesagt, leider ein wenig enttäuschend. Falls euch das Video trotzdem gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Falls ihr weitere Ideen für Experimente habt, schreibt sie gerne in die Kommentare oder mir auch per DM auf Instagram. Und dann denkt auf jeden Fall an nächste Woche Samstag, 10 Uhr. Da kommt die Sprint to Glory mit dem schlechtesten Verein in FIFA 19 auf euch zu. Und das habt ihr wahrscheinlich auch schon im Intro gesehen. Und solltet ihr neu sein und das Ganze nicht verpassen wollen, dann dürft ihr natürlich auch liebend gerne ein Abo da lassen. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und dann bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao, ciao.